Hallo und willkommen. Ich bin MK3. Wie ihr seht, ist natürlich schon mal Zeit für Hearthstone, denn wir haben noch eine Kleinigkeit vor. Nämlich im Solo-Adventure One Night in Karazhan haben wir noch die ganzen Klassen, Aufgaben, Quests, Challenges, genau. Challenges noch vor uns, und für Leute, die jetzt sagen, Hearthstone ist nicht mein Fall, kein Problem, denn nächste Woche gibt es tatsächlich mal keinen Hearthstone, was jetzt nicht so schwer ist, weil wir haben alles Wichtige durch. Nein, wahrscheinlich Blood Bowl 2. Warum Blood Bowl 2? Da ist jetzt ein neuer Verein aufgeschlagen und dem möchte ich gerne platt hauen. Also, nicht platt hauen, aber damit vielleicht andere platt machen. Nämlich die Nekromanzer sind da. Genug aber davon, gehen wir mal in die Class Challenges. Wir haben einige vor uns, deswegen sollten wir uns ranhalten. Na? Gut. Am besten fangen wir vorne an. Priest, wir müssen einfach alles einmal durchspielen, oder? Oder haben wir irgendwas doppelt? Nee, ich glaube wir doch, oder? Ist egal. Ich meine, wir kriegen eh vorgefertigtes Deck und dann sehen wir, was passiert. Mit Anduin gegen den Silverberg Golem. Na, okay. Was? Flexing in the Magic Mirror? Nee, das wird sicher was bringen. Mann, das dauert lang. Anduin versus the Silverware Golem. Bouncing is fun. The light shall bring victory. I see. Mal gucken, ob ich was ausspielen kann, wenn er angreifen kann vielleicht. Fragezeichen. Ansonsten leichter erstmal auf der Hand, kriege ich wenigstens was ausgespielt. Ein bisschen was zum Kaputtschießen. Ja, kann klappen. Muss nicht, kann aber. Was haben wir jetzt hier? Die kommen 1-1 Plays. We are surrounded. Okay, erste Runde machen wir mal nix. Okay, das ist übersichtlich. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt klappen wird gleich. Na gut, jetzt hauen sie natürlich alle auf mich, wenn es eben nur geht. Ich bereite natürlich ein paar Kleinigkeiten vor. Ich warte noch eine Runde ab, damit die Waffe weg ist. Und wir bereiten schon mal alles andere hier vor. Ja, das ist neat. Priest of the Feast. Echt? Okay. Der kann leider nicht angreifen, aber Count Attack. Aber wir können hier glücklicherweise gleich etwas geben, damit er stehen bleiben muss. Und wie es aussieht, brauchen wir das auch sehr, sehr nötig. Wir haben es nötig? Naja. Und das Wichtigste überhaupt in meinen Augen, wir können das Vieh kaputt schießen. Ja, wir machen was so. Wir ballern erst den kaputt. Gut. Und dann spielen wir nichts aus, Fragezeichen. Ne, wir halten uns ein bisschen. Ich könnte sie ausspielen, aber ich will sie jetzt noch nicht ausspielen. Das will ich jetzt gleich tun. Okay, jetzt sind es vier. Langsam müssen wir daran mal arbeiten, dass die wegkommen. Oh, nee. Okay, wir machen Plan B. Wir tun erstmal allen drei Schaden machen. Weil das können wir nicht stehen lassen. Ja, komm weg. Haben wir uns ein bisschen Stress erspart. Dafür, ich jetzt schnell machen will, der Priesterdeck ist jetzt gerade sehr, ich will nicht sagen retroaktiv, aber... Holy shit. Oh, was bist du? Can't attack, unless only minion on the battlefield. Okay, wir müssen also alles leer räumen dann. Okay, dann fangen wir mal vorne mit an am besten. Wie machen wir sinnigerweise? Jetzt erstmal packen wir dich aus. Ich will das Vieh nicht zum Tanken raushauen, weil dann wird es womöglich gekillt. Deswegen machen wir dann. Machen wir ihn hin? Ja, machen wir. Dann geben wir noch mehr Rüstung. Beziehungsweise Lebenspunkte. Und sofern jetzt nicht was gebufft wird gleich von denen, müssten sie sich totlaufen in den Typen. Oh, flip. Oh, warte mal, hä? Oh, Der will doch nicht, dass ich Karten ziehen kann, oder?
Jetzt haut er mir natürlich den großen Typ tot. Jetzt nehme ich genug Schadenspunkte da. Aber er kriegt schon Schaden dafür. Und seine ganzen kleinen Critters im Arsch. Okay. Aber wir sehen schon hier eine große Combo rausfliegen. Für eine Runde später eigentlich, um genau zu sein. Wobei, wir können ihn ja schon mal ausspielen. Kills den. Haben wir denn jetzt? Nee, machen wir nicht. Warten wir ihn schon mal aus? Ja, tun wir. Bei dem tun wir gleich hier mit ihm hier silenzen und dann gehen wir los. Dann rocken wir das Haus mit 7 Schaden. Hoffentlich. Mal gucken, was er mit 7 Mana jetzt allerdings macht. Okay, Taunt, ist mir egal. Kriegt Charge, das ist doof, aber nicht wichtig. Hä? Das war jetzt seltsam. Aber man muss nicht alles verstehen, würde ich mal sagen. Gut, wir wollen den hier loswerden, der ist ja schon mal tot. Das will ich mir für später aufbewahren, deswegen machen wir so. So, und wir machen den hier zum Angreifer. Komm, 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 werde ich nicht. Schön. So, jetzt haben wir wenigstens die Sache gleich hier womöglich durch. Wollen wir hier nicht lange Zeit verschwenden? Wir haben noch sehr viele andere, womöglich relativ schwierige Camp Wounds. Mal gucken, mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Oh, es gibt jetzt sicher eine Rüstung. Das, Means hat er mich auch. Nett, wie er ist. Gut, du Vieh machst nichts. Wir können was wiederbeleben. Wollen wir irgendwas wiederbeleben? Ist mir egal. Spielen wir jetzt mal aus. Gucken, was kommt. Du warst absolut nicht auf der Liste von Leuten, die ich jetzt haben wollte. Unbedingt. Ja. Will ich was wegklopfen? Weißt du was? Du hast mir zu viele Lebenspunkte. Gehen wir lieber so weg. Und dann hauen wir ihm einfach ins Gesicht. Und wir heilen sicher hoch. Nicht, dass da, ne? Ich habe ja einen Zauber ihm eben gegeben. Nicht, dass der von mir allen drei Schaden macht, dann überlebt er wenigstens so gerade eben. Fragezeichen. Oh. Er kann aber jetzt keine anderen Kreaturen mehr beschwören. Oh, der zieht so viele Karten, wie er Plates draußen hat. Das ist ja wohl. Egal, er überlebt diese Runde nicht. Du verschwendest meine Zeit und allen denen, die zugucken. Ist dir das klar? Du laufendes Stück Geschirr. Komm, wir machen das ganz. Oh, das silenced die eigenen Kreaturen. Okay, brauchen wir jetzt nicht mehr. Bam. Bam. Oh, komm du. The dishes are done. Ein cooler Kommentar vielleicht? Nee, nur in der Kampagne? Schade. Priest of the Feast, habe ich mir fast gedacht, dass der kommt. Whenever you cast a spell. Ja, wir kriegen jetzt mal einen Zauber ausspielen, 3 Lebenspunkte. Ist eigentlich schon ziemlich cool. Oder war das nur wegen Hero Power? Moment, warte mal. Aber ist trotzdem toll, ist trotzdem toll. Alles in allem ist es trotzdem toll. Schamane ist der Nächste, direkt losmarschieren. Oder war es wirklich wegen der Heilung von der Hero Power? Ist eigentlich völlig egal, ist trotzdem super. Brawl versus the Magic Mirror! The Magic Mirror. What's up? For Doomhammer. Lass ich. Ist ja jetzt nicht super, der Anfang, aber ganz okay. Ich meine, für einen Mana. Oh! Ich soll also auf Murlocs oder Beasts warten, damit ich den gut ausspielen kann. Na gut, warten wir mal, gucken, was der komische Magic mehr. Oh, wait. Oh, Clip. Flip. Oh, oh, oh. ja, da war was. Ich erinnere mich an das Vieh. Gucken, was jetzt noch alles kommt. Oh, natürlich. Hoffentlich habe ich nach Ehen irgendwo im Deck. Sonst sehe ich hier das nämlich ein bisschen dramatischer nach. Warte, was steht hier? Has plus 2 when you have a spell, have spell damage. Okay, spielen wir den schon mal aus. Nee. Immerhin. Moment, soll ich von der Kopie kriegen? Ah, nee, warte mal, wenn ich eine Kreatur ausspiele.
Nur wenn ich gehe. Oh shit! Das hätte nach hinten losgehen können für mich. Oh. Nämlich so. Holy shit, was kann der schnell Damage auspacken hier? Okay, okay, ich muss was töten. Ich muss was töten, sonst bin ich gleich hinüber. Aber sehr hinüber. Gut, wir haben jetzt 4 Mana frei. Ah, du gehst raus. Ach doch, jetzt. Ach ja, weil ich eine Kredos nicht ausgespielt habe. Ne, machen wir erstmal ihn kaputt. Oh nein! Ah, der hat ja mehr aus. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Aber ich muss mit dem Problem nicht lange leben. Jetzt kill ich ihn noch ein bisschen. Und jetzt spiele ich dieses Teil noch aus. Für später. Für gleich, sozusagen. Zum Beispiel dafür. Jetzt hat er 3 Spellpower-Viecher draußen. Das ist noch nicht auf. Oh! Boah, was ein Dreck. Am wenigsten kann er mich jetzt nicht mehr mit so viel Schaden angreifen. Natürlich. Das ist Spell Power. Ah, wir kriegen eine Kopie von dem, das ist nice. Töten wir mal dem jetzt Spell Power. Was machst du nochmal gerade? Murlocs und Beasts. Habe ich beides nicht gerade rumliegen. Am wenigsten tankst du kurz. Mal einen kurzen Moment. Wäre jetzt die ganze Magic Missile auf mich drauf. Okay, wir ziehen eine Karte dafür. Wenigstens was. Oh! Oh! Shit. Wir sind noch am Leben. Wir sind noch da. Wir sind noch da. Wir haben zwar eben noch keinen einzigen Schadenspunkt gemacht. Wir sind aber trotzdem noch da. Ich weiß noch nicht, wie lange mehr, aber... Okay. Okay. Oh, oh. Du tust give a random beast or dragon. Dragon. Warte mal. Dragon? Dragon, natürlich. Okay. Fangen wir vorne an. Du musst weg. Du kommst raus. Und womit ich einen Fireball in der Hand habe. Wir machen den trotzdem den noch tot vorher. Und sollen wir den wirklich hauen? Ich meine, der greift mich sowieso gleich sonst an. Machen wir den mal so rum. Okay, wir haben Board Control mit 4 Lebenspunkten und jetzt kommt Feuerball. Noch nicht. Taunt. Kommt noch was? Nein. Okay. Okay. Ein Plan. Oh, ey, das sind Murlocs, ne? Machen wir erstmal ihn hier tot. Alles im Plan. Ist alles im Plan. Aber jetzt spiele ich ihn hier aus. Random. Hier. Ach, für alle. Ich dachte... Oh, wait. Für alle. Oh, das ist super. Das ist super. Jetzt fangen wir an. Jetzt fangen wir an, Damage zu rotzen auf dem... Wie das Gewitter hier. Oh, wir hauen noch nicht zu. Wir hauen noch nicht zu. Der Spellpower. Spellpower ist eine gute Sache. Jetzt kommt womöglich das trotzdem... Ich habe überlebt. Shit. Oh shit, wenn er jetzt einen Spell ausspielen kann. Nein, nicht. Gut, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Noch kann er nichts tun, noch kann er nichts tun. Erstmal den ganzen Typen Buffs geben. Okay, okay. Puh, ja. Wen opfer ich jetzt hier? Nee, warte mal. Du hast genug Attack Power, dann machen wir dich erstmal. Mach die erstmal tot. Und hau ich. Nein, hau ich nicht. Du haust auf den, du haust auf den und wir hauen einfach Kreaturen raus und hoffen, dass was Gutes dabei rauskommt. Okay. Okay. Okay, jetzt muss ich was viel opfern gehen, wie das aussieht. Wo ist mein Flächenangriff, den ich nicht brauche? Oh wait. Du kommst mit dem Us. Okay, okay, okay. Dann opfern wir erstmal hier was raus. Ihr beiden geht weg. Ihr beiden geht weg. Völlig wertlos seid in meinen Augen. Du gehst weg. Jetzt ist es ein bisschen doof, weil ich glaube, ich kann den nicht töten, so ohne weiteres. Aber ich könnte eine Kreatur draußen haben, die taunten kann. Bitte. Oh nein, nein, nein. Ah, Flip. Dann habe ich mich gerade selber gekillt, glaube ich. Das heißt, ich bringe ihn jetzt um. Also, dann mit draufhauen umbringen. Gott, was mache ich denn Blödsinn hier gerade? Ich habe bei alles voll. Ich hätte die erst reinopfern müssen. Mist! Mist! Oh wait, der geht auf mich, oder? Nein! Glück gehabt! Oh, Flip! No! Oh no, 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 no! Jetzt werden sie alle eingefrostet. Ne, ich werde eingefrostet.
Macht der mehr Schaden dann? Nein, natürlich gut. Das wäre jetzt. Dann würde er zwar auf mich schießen, dann würde ich ihn ja ziemlich tot daneben legen. Okay, wir opfern wieder was. Nur den? Nein, wait, wait. Okay. Nur den? Und dann haben wir mit 5 Schaden auf dich. Und wir holen uns noch Totem raus. Und das kann nicht tanken. Doof. Ich warte eigentlich nur darauf, dass jetzt ein Feuerball kommt, ich instant geklatscht werde. Aber noch ist nicht das der Fall. Noch nicht. Und gleich sieht es für ihn scheiße aus. Oh, Spellpower-Minion. Die können wir noch wegrauchen. Können wir da auf dich schießen? Ne, nur Minions schaden. Das ist doof. Jetzt können wir was mit Town haben. Danke. Ein bisschen spät, alles in allem. Aber nehme ich. So, erstmal auf dich. So, du kriegst einen Schaden nur dazu. Das ist zu wenig. Da kann man mal dich erstmal hinüber. Du tötest den. Das kickst mich gerade wieder kolossal da hin, aber. Wir den kriegen wir kopiert und. Battlecry. Der Taunt. Der Taunt ist da. Der Taunt ist da. Das heißt, man Wolf kills den. Und wir beide hauen weiter auf die Typen oben ein. Und. Na komm. Ist jetzt auch egal. Okay. Das heißt, man ist durch. Wir haben gewonnen. War jetzt ein bisschen Kaspar-mäßig, wie ich gespielt habe, aber was soll's. Und ich würde sagen, ich hau selber auch mit der Waffe mal zu, dann haben wir sie wenigstens losbekommen. Chris und ich gibt's kein Rematch. Ich krieg auch kein Rematch. Und wir kriegen den Maelstrom Portal. Die One Damage to all enemy minions. Summon a random one cost minion. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Alle Gegner kriegen einen Schaden und ich krieg eine Kreatur noch dafür. Ho. Cool. Next! Paladin gegen The Big Bad Wolf! Nein, ich spoilere mich selber nicht, was da als Karte gewesen ist, auch wenn man es für eine Nanosekunde hätte sehen können. Uther versus The Big Bad Wolf! Run away, little girl! Run away! I will fight with honor! Ich habe vor kurzem mal gehört, dass. Oh, warte mal, es kostet mich alles nur ein Mana. Oh, stimmt, das sind ja alle so billig Kreaturen jetzt. Interesting. If you're holding a dragon, summon 2 Whelplings. Battlecry. Ist das ein Dragon? Dragon? Oh. At the start of your turn, double the minions attack. Okay, dich muss ich auf jeden Fall am Leben halten. Du bleibst auf der Hand und erst. Ne, wir spielen dich sofort aus. Oder? Ne, hier. Sie hat mehr Value, glaube ich, im ersten Moment. Hat mehr Wert, glaube ich. Nee, das Amerikaner, glaube ich, Wolf sagen. Gar nicht Wolf unbedingt, sondern Wolf. Habe ich zumindest jetzt ein paar Mal gehört. Muss nicht stimmen, kann aber. So love audience participation. Run, little guest, run! Look at your minions. See how they shrink before me. Ach, die wäre 2-3 gewesen, aber ich kriege ja trotzdem die Wellblings außenrum. Gut. Und das give a minion plus 1 plus 2. Ist das wirklich eine Karte im Spiel? Divine Strange? Okay. Wenn er stirbt, sich Karten, wenn eine Idee. Aber packen wir dich jetzt aber erstmal aus. Und dich. Du hast nur 20 Schläfe, das könnte eng werden für dich. Warum hat er jetzt einen Attack? Achso, weil alle 1-1 sind automatisch. Okay. Macht Sinn. Dich können wir jetzt gleich sinnlos opfern gehen. Oder. Oh, man. Discover a spell restore health to here equal to its cost. Gerade beim Paladin ist das ziemlich doof eigentlich. Will ich jetzt jemanden. Oh, wait. Der kriegt plus 3, plus 2, plus. Ah, 15 Lebenspunkte darf ich auch nur haben. Nee, if you open. Moment. If you open and has 15 Ohr. Ah, müssen wir noch ein bisschen schlagen. Dann wird das Ding gut. Moment. Puh, wie machen wir es am besten? Du gehst in den rein. Du gehst in den rein. Oh. Ah, ja, genau so. Dann hauen wir dich zweimal. Und jetzt hat er open und weniger Lebenspunkte. Bist du stärker? Ja. Und dann buffen wir dich noch ein bisschen. Und du bist immer stärker. Ja, und dann packen wir dich auch noch raus. Oh ja. Plus 4 nehme ich sofort. Plus 4. Nice. Jetzt kannst du mit deinem Wölfchen auch kommen, weil er jetzt kommt, was er gegen tun. Warte mal, der verdoppelt immer die Stärke. Holy shit, das ist pervers. Okay, dich packen wir erstmal aus. Dann, was machen wir mit denen jetzt am besten? Ich habe nämlich jetzt mal eine Sachen ausgegeben. Packen wir erstmal noch was aus. Mal gucken, was wir als Spell nochmal kriegen. Whenever an enemy attacks, summon a. Okay, besser, den packen wir uns kurz aus. Okay.
Einer von den beiden muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Das heißt, wir werden erstmal ein bisschen was opfern gehen. Du gehst in den... Ach komm, wir machen es. Wir opfern als alles raus. Und falls irgendwas mit Chargefeld rauskommt, kann ich sagen, lol. Dann sind wir mal gleich durch. Der hat gleich 12 Attack oder sowas. Oh, warte mal. Oh, das ist ja eine das Geld Nightmare. Der ist echt bitter. Was habt ihr weg? Nice. Oh, Silver Moon Portal. Give a minion +2/+2. Sammle random 2 kostet mit. Irgendwie langsam durchschaue ich, damit er hier laufen soll. Aber kostet auch dafür auch 4 Mana. Okay, aber sammeln. Ja, ein zufälliges. Das Problem ist mit dem Random 2-Cost-Minion. Ich kenne da ja eine gewisse Karte, die ich niemand sehen möchte am Schlachtfeld bei mir. Nicht, wenn ich viele Typen draußen habe. Und das wäre natürlich. Wir haben jemanden übersprungen, sehe ich gerade. Das ist doof. Machen wir natürlich sofort. Das ist hier der Doomsayer, wie er heißt. Hier wird 2 Mana 0,7. Und wenn die Runde von einem beginnt, dann sagt er, I knew it. Und alles auf dem Schlachtfeld steht. Das muss man ja nicht haben. Die müssen wir natürlich noch. Die Julianne müssen wir natürlich noch mitnehmen. Das geht ja gar nicht, dass wir hier stehen lassen. So einsam und allein. Taking selfies with Romilo. Ja. Oh, das ist der Schiss. Oh, jetzt erinnere ich mich gerade wieder dran. Oh, nee. What devil art thou? Your soul shall be mine. Ha, wir müssen ihn töten und... Zu teuer. Homo, habe ich gerade was Günstigeres. Weil sie ist... Na, das wird total toll. Kommt sofort. Also ihn muss ich auf jeden Fall ausspielen und danach... Oh, shit. Das wird doof. Also hier muss ich irgendwann ausspielen, bevor ich hier die ausspiele, weil dann hat man schöne Kombo am Laufen. Ich mache erstmal hier die ganzen Viecher vorher tot. So. Wenn ich Glück habe, greift er den jetzt an, weil er Schiss vor denen hat. Macht er aber nicht, weil genau weiß, dass er mich umbringen kann. Moment mal, wieso habe ich... Haben wir schon so viele Runden rum? Scheinbar ja. Whenever you discard a card, macht random... Ja, mach mal. Erstmal spielen wir den Schiss aus, glaube ich, und hoffen, dass was Gutes... Nicht den Falschen wegwerfen, bitte. Das war der Falsche. Aber wir kriegen eine... Wait. Ach, die Karte muss discarded werden, damit es funktioniert. Na... Okay, dann machen wir erstmal ihn hier kaputt. Wir kriegen gerade sehr schnell Lebenspunkte abgezogen. Doch, es macht aber nur 4 immer. Ich komme am schnellsten natürlich. Jetzt könnte man tot schießen. Okay, wir riskieren es mal. Wir sind ein bisschen weit weg von Mana. Und komm! Nicht dich! Oh! Das nervt gerade ein bisschen. Ein bisschen sehr. Du opferst dich in den. Du kommst nicht durch. Ich bezahle Lebenspunkte. Ich muss unbedingt 50 Karten haben. Das hier werde ich mal raus haben müssen. Ja, ich bin auch gleich hinüber. Oh, natürlich. Fuck. Habe ich auch gleich keine Kreatur mehr draußen. Aber wen haben wir Romulus gleich gekillt? So, du bist draußen. Du killst den endlich. Aber auch um dich zu schlagen. Und wir schießen sofort auf sie. Fuck. Aber wir sind eher stärker geworden dafür. Ne, komm, wir geben uns ja her Lebenspunkte. Ich hoffe, dass der hier, wenn ich den abwerfe, macht das automatisch Schaden. Ja. Jetzt ist er wieder unbesiegbar, wunderbar. Shit. Ich kann mir den nicht ausspielen, dann krieg ich selber Schaden. Danke, dass es geklappt hat. Jetzt gleich beschwört ihn womöglich nochmal und kann aber ein Spell benutzen wahrscheinlich. 4 Mana kostet für sie. Na, geht ja noch. Oh, noch ein Taunt. Aber der hat nur 1, ne? Der Taunt hat nur 1. Gut. Den kann ich hier ausspielen. Ah, komm, soll ich doch ausspielen? Was haben wir hier? Summone. Hey, damit. Besteck von Karazhan. Fürchte dich. Hier tot. Und mal hoffentlich klappt das jetzt gleich, was ich vorhab. Oh nein! Oh, wen auf ihn denn? Oh, fair enough, ja. Einer kaputt. Sie beschwört wieder hier in dieser komischen Lava da. Der tötet mich nicht. Oh.
Da sollte ich die Finger vielleicht noch von lassen, wenn ich, wenn es nicht unbedingt sein muss. Doof. Aber reicht's vielleicht? Das sind nur 4 Schaden. Wenn das hier... Wenn ihr mir discard... Wenn ihr play oder Dings... Das zufälliges Ziel. Ein zufälliges Ziel. Ach komm, wir riskieren es. Jetzt kriegt der noch dafür so einen beschissenen Schutz. Ach komm. Fuck it. Ah, was zum Tanken. Ja, damit. Jetzt, wenn ich den ausspiele, bin ich instant tot. Danke. So, dann Schutzschirm ist weg. Okay, der kam zu spät. Gut. Und damit kannst du Karten ziehen. Krieg ich sie tot jetzt irgendwie? Ja, sie ist tot. Mann, habe ich ja Schwein gehabt. Hier, komm. Opfer dich rein. Opfer dich rein. Und der hat mir das Schild gekillt. Läuft! Ich meine, nicht super, aber es läuft irgendwie. Ist immer blöd, wenn ein Deck zu spielen. Ah, jetzt krieg ich es auch. Der Karakazam oder so? Okay, dann beschwöre ich Crap im wahrsten Sinne des Wortes. 5! Nee, ist in meinen Augen nicht unbedingt wert, die Sache. So, jetzt haben wir aber soweit alles durch. Hunter kämpft gegen den Curator. Ich muss eigentlich noch schneller werden. Aber ich wollte nicht unbedingt abkratzen, weil da dauert das Spiel ja noch länger. Also, das Ganze hier. Das Video dauert sonst länger. Do not touch the displays. Oh! Let the hunt begin. Oh! Oh! Ich hätte gerne eine Kreatur am Anfang. Zu teuer. Aber das ist toll. Hoffentlich tut er jetzt sehr viel Crap ausspielen. Spielt der viel Crap aus? Ach, er ist Tank. Stimmt! This curator is equipped for menagerie management. Haben wieder Spaß in der Menagerie. Gut, dann machen wir es tricky. Wir tun sofort Secrets. Wait, was machst du denn hier Schönes? Einen Schaden machen und du kriegst ein 1-1 Mastiff. Nee, wollen wir nicht. Ich mache jetzt nur ihm hier Schaden. Er blockt ja alles. Aber erstmal kriegen wir unseren Tankbär. Mal anfangen, direkt mal Damage hier ein bisschen rauszurotzen. Beziehungsweise nur wenn ich angegriffen werde, macht das Ding Schaden. Allerdings, ah, doof. Was soll ich den ja auch spielen und dann zufällige Karten auf die Hand kriegen? Komm, wir gucken, was wir bekommen, was wir kriegen. Noch ein Tank, schön. Direkt ins Gesicht schlagen dafür. Oh. Oh. Das ist doof. Das ist döver. Bitte nur auf mich. Nein! Blöd getauscht. Hat so getauscht, dass alles wenigstens drauf geht. Immerhin. Immerhin. Ich habe nichts gesagt. Ich habe schon was gesagt, aber es war nicht wichtig. Gut, dann machen wir. Das ist eigentlich zu früh. Machen wir erstmal hier noch. Und die One Damage und ja, komm, hey damit. Yeah! Eine Killer-Kampf-Doppel. Nein, tue ich nicht. Nein! Ha, gut. Oh, danke. Ich habe noch einen 1-1er. Da will ich platt machen. Sag ich jetzt schon. Oh, mit Secrets. Ah, oh, Keep of Secrets. Nicht ganz, aber Secret Keeper. Ne, ja, komm. Raus. Und ein Spat. Läuft. Da können wir noch was raushauen. Klappt schon. Klappt schon. Tiny fish things, go free. What? Summon the random Murloc. Wirklich? The curator is confused. You'll need to stop it before it releases everything. Cool, dass er nicht anders ausgesprochen wurde. Nein, jetzt wird er noch stärker. Okay. Ich kann Bear trappen oder so ähnlich. Schwupps, jetzt haben wir dann, aber ich kann die gar nicht angreifen, fehlt mir gerade ein. Oh. Feuer frei, Jungs, Feuer frei. Einfach draufhauen. Wir können ja nichts machen. Muss doch den Helden schlagen. Must remain inside the menagerie. The menagerie. Demons do not belong in the summons menagerie. A random demon. What? Gibt Schlimmeres. Warum hauen die denn alle auf die jetzt? Das ist doch Puddel. Wir hauen einfach weiter auf ihn. Wir haben aber keine andere Wahl. Und greift mich endlich mal an, Jungs. Komm.
Ja genau, kraft mich an, kraft mich an. Reprogramming the assistants. Wow. Random Match. Oh, was? Gut, dass er jetzt ausgespielt hat. Bestmaler, was? Gut, 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 gut. Und jetzt kriege ich auch meine Kreatur raus. Bam. Lass mal, wenn ich gleich drankomme, wird hier die ganze andere direkt rausgerotzt hier. Sicher gar nichts. Okay, wait, was ist das? Circuit, after you open and cast a spell, summon a Panther mit Stealth. Oh. Oh. Was ist das? Das? Oh, stopp, stopp. Ey, stopp. Ich wollte erst alle Secrets ausspielen. Was ist das? Ich kann zwei Mana kosten. Außer ich spiele dich aus. Best Rattle? Nee, komm. Hunter. Extrem gecastet hier. Und davon kann man auch vielleicht Blödsinn anstellen. Soweit hauen wir erstmal weiter ins Gesicht. Gut, gut. Okay. Aber dafür kriegen wir unseren Panther. Ah, nimm dies. Nimm weg, Junge. Oh, shit, stimmt, der hat mehr Lebenspunkte. Aber wir kriegen noch einen Bär dafür. Das ist nicht besonders schwer. Fällt mir mal so gerade mal so ein. Aber jetzt kommt natürlich die Karte, wo ich Sachen für gebraucht hätte ohne Ende. Ne, komm, weißt du was? Du frisst den jetzt erstmal. Du bist jetzt... Ach ne, ich kann ihn ja nicht angreifen. Ich muss ihn schlagen. So ein Pech. Ich wollte ihn töten. Schade, Junge. Egal. Success! Oh! The Cat Trick. Nice! Nehme ich sofort. Sehr cool, finde ich. Man kann ja niemals genug Fallen haben. Next! The Mage! Gegen Nightbane. Natürlich jetzt Magier ganz toll, weil Nightbane ja gerade das mit den Portalen war, glaube ich. Das wird ja super funktionieren. Nee, ich hab 10 Mana. Wait, what? Pyro. You asked for it. Huh. Huh. Oh ja. Hat der wirklich mit 10 Mana angefangen? Was ist das für eine Fähigkeit dann, bitte? Nee, geh mal. Player Stars plus 10 Mana. Exhibits may come to harm. They must be restored to the menagerie. Geh weg mit deiner Menagerie hier, Junge. So, bevor wir jetzt irgendwie Feuerbälle und so einen Scheiß schmeißen, erstmal Spells kriegen. Das sind Spells? Du gehst noch raus. Oh, nice! Vaporize. Ne, wir wollen ja, dass er drauf geht gleich. Weiß ich jetzt nicht, ob er Spellpower-Sachen ausspielen will. Hm. Sonst würde ich das jetzt schon direkt tun. Ach komm, wir spielen das schon aus. Jetzt müsste er so eine Crap-Kreatur ausspielen, die gerade hat. Oh! Okay, das ist keine Crap-Kreatur, das ist eine fiese Kreatur. So, wir spielen jetzt noch nichts aus, weil das soll für später noch was sein. Falls du was buffen willst, dann geht's auf ihn. Du opferst dich in den. Kann es sein, dass du die Karte nicht richtig gelesen hast? Ich glaube, ich habe die Karte falsch gelesen. Oh, das war der Battlecry, hups. Ja, da hätte ich auch, ich meine, ich hätte ja auch aufpassen können eigentlich mal, aber komm. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe absolut nicht aufgepasst. Ich habe natürlich den Spell direkt bekommen. Jetzt hau mich bitte. Und stirb dabei. Und du bist die einzig gefährliche Karte, glaube ich, im ganzen Deck gewesen. Also zumindest von denen, die tot sein müssen, bist du ganz oben mit dabei. Danke. Vaporize, du hast mich nicht enttäuscht. 10 Damage to your face. Danke, next. Den kriegen wir runtergezogen. Oh Gott! Vielleicht sollte ich mich beeilen mit dem schnell runterzeigen und so. Mal gucken, was machst du? Oh, wait. Was war das? If you control a secret, game plus 1 plus and taunt. Das wäre jetzt nicht verkehrt. Dann hätte der. Dann wäre der nicht tot zu kriegen direkt. Oder wir machen da. 5 Schaden und 5. Ja. Wobei, ich hätte auf ihn zaubern können, nicht wahr? Das war vollkommen sinnlos. Garten ziehen bitte. Wir gehen hier solche Decke durch wie nix. Oh, dich habe ich gesucht. Dich, Flame Waker. Natürlich. Flame Waker. Fuck. Aber ist egal, der war nicht wichtig. Solange keine Spells auf mich benutzt, ist alles halb so wild, finde ich. Raus mit dir. Was, was? Flamestrike. Ja, ab ins Gesicht damit. Ab ins Gesicht.
Jetzt wird der wahrscheinlich den gleich umbringen. Nicht? Sepp? Nicht? Ha! In den wenigen Zeiten, wo ich mal Sepp toll finde. Also ich meine, dass es auf jemand anderen geht. 9 Schaden! Das ist viel. Das ist nahezu gemein. Machen wir uns erstmal unbesiegbar, Fragezeichen? Ja, machen wir uns. Dann... Spell? Ja. Und... wir packen dich aus. Und hauen schon mal ins Gesicht. Und wir schießen mal drauf. Und dann sind wir gleich durch. Ja, ausgezeichnet. Nein! Wow! Wisst ihr, was gut ist? Dass ich nicht sterbe diese Runde. Aber gleich, womöglich. Krieg ich mir einen Spell? Das ist nicht so ganz, was ich gesucht habe, ehrlich gesagt. Du bist ein Spellbinder. Du bist ein Spell. Das heißt, wir packen dich aus. Und hoffen aufs Allerbesteste. Ich habe 7 Mana, dann packen wir ihn noch vorher aus. Nein, nicht auf. Nicht. Dit. Ja, danke, der wird eingefroren. Gut, gut. Ich hab Ekel. Ich kann jetzt schon vorausdecken, falls der nicht tot wäre. Ja. The Babbling Book. Ja, wenn ich es rausspiele, dann kriege ich halt Karten und Stuff. Lavendes Buch. Es sieht auch lavend aus. Wobei, das sieht irgendwie gefährlich aus. Irgendwie, das hat irgendwas was Scharfes an. Obwohl es Papier sein soll, aber trotzdem sieht es irgendwie fies aus. Man soll keinen labernden Büchern irgendwie... Ach komm, gehen wir weiter. Next! Warrior! Gegen Xox. Nein, es ist Terrestrian Illhoof. Ein Dämon, der sich in den Buchwänden versteckt. Was soll er schon können? Pah! Oh shit, jetzt fällt mir gerade ein, wer er überhaupt ist. Just in time. Victory or death! Mhm. Hm. Ich muss schnell die Kreaturen töten, damit er Schaden kriegt. Genau so, da war irgendeine Geschichte bei. Gut. Machen wir. Wie stark sind die eigentlich? 1-1. Okay, Leute. The ritual begins now. Summoning rituals are not permitted. Okay. Wichtigste, glaube ich, überhaupt am Anfang. Du, ich brauche Rüstung. Ich habe irgendwie Morin, dass ich Rüstung brauche. Oh, shit. Rally to my call. Aber der hilft mir gerade dabei, glaube ich. Hä? Das machte gerade gar keinen Sinn. Sollen wir das riskieren? Sollen wir das riskieren? Weißt du, was wir riskieren? Jetzt mal ein bisschen. So, der wird mir gleich gekillt. Aber dann packen wir. Ich warte noch, dass er mehr Kreaturen ausspielt, dann packen wir ihn hier aus. Bam. Ja, kriegst du immer deine 2 Schaden jedes Mal dafür, wenn einer den draufhaut und so. Ja, noch mehr Kreaturen. Komm, komm, gib mehr, gib mehr. Yep, das ist alle 1-1. Die können mich mal. Noch mehr Rüstung und er hat mir wieder mich. Gut! Ich glaube, wir müssen wir gar nicht tun. Wir haben eigentlich schon die Sache im Sack. Raus mit dir. Oh, warten wir noch einmal. Nö. 9. Dingenskirchen. Und nee, halt, stopp. Ich lasse den mal draußen. Soll er sich doch totlaufen an mir? Warum soll ich dem dabei helfen? Come, Kilrack. Oh shit, wer ist da dann? Complete the summoning. What? What are they trying to summon? This curator does not care. Summoning is forbidden. Ein guter, der so ausdiskutiert. Was zum Hänger bist du jetzt? Taunt. Okay, der hat nur Taunt. Ich dachte jetzt irgendwas Spezielles. Sowas wie alle die Kreaturen kriegen Instant Kill für Kreaturen oder so ein Scheiß. Das sieht wunderbar aus, denn for each enemy minion summons 1-1 Taunt. Nein. Das können wir. Das, wenn wir alles uns drunter und drüber geht, machen wir das. D1 Damage 2. Oh fuck you, yeah. Oh, das macht Lebenspunktschaden. Oh, das ist unschön. Oh, das tut bestimmt weh. Bisschen zumindest. Und jetzt gehen wir so an Towns alles noch. +2/+2. Jo, und dich töten wir sofort. Und du bleibst einfach stehen und siehst gut aus. Machen wir. Gather my pets. The ritual must be completed.
Summon Gesorx. Nein. Aber das ist egal. Jetzt muss er sowieso angreifen, wenn er meint. Oder? Greift er an? Nein, tut er nicht. ja, das bringt mir jetzt gar nichts. Aber wir hauen einfach ein bisschen um. Du bist jetzt eh letztes Mal hier, deswegen greif du schon an. Wir haben genug Rüstung. Die letzten zeigen wir jetzt so tot und sein muss. Haben wir was anderes Schönes? Was? Unlimited Attack each turn an. Warte mal. Unlimited Attacks each turn can't attack heroes. Oh. Okay, dann benutzen wir das gleich. Dann ist das Kampf jetzt schnell vorbei, es sei denn, es kommt was Tankendes. Fuck! Nicht Illidan! Aber ich krieg keinen Schaden mehr dafür. Mensch, ich hätte fast ohne Schaden welche rausgekommen. Fast. Macht nix, denn Game over, Junge. Tja, wer sich auf Imps verlässt, der ist verlassen. Oh, ich kicke gerade. Oh, Fool's Bane. Fool's Bane. Okay, heißt man, wenn ich den ausspiele, kann ich in einer Runde auf, theoretisch gesehen, 4 Kreaturen hacken. Aber nicht auf Helden. Nicht auf Helden. Ist interessant. Muss man mal sagen. The Fool's Bane. Dann noch Rogue. Gegen The Shade of Varan. Auf geht's. Versus the Shade of Varan. I'll teach you respect. Watch your back. Okay, er ist the Shade of Varan. Aber es ist auch völlig egal. Sie ist sensationell. Sie ist absolut sensationell. Wenn ich dran bin, kann mein Held keinen Schaden kriegen. Also wenn ich, wenn meine Runde ist, nicht wenn sie dran ist. Aber ja gut, wenn sie dran ist, ist meine Runde. Aber ihr wisst, was ich meine. So, back. Random Class Kato, bla. Wir brauchen sie nicht zweimal, aber einmal ist ganz super toll. Oh ja. Das heißt, ich gehe super krass auf Waffenschaden? Fragezeichen? Ja, ich kriege eine Handwaffe dafür. Ausgezeichnet. Eine Gabel. Eine womöglich lachende, kreischende Gabel. No loud music in my tower. Meet Aran, the curmudgeonly ghost. What the f... What? Der hat sowas auf der Hand. Wait, warte mal. Anomalos. Oh, wow. Wenn der stirbt, macht er allen Kreaturen 8 Schaden. Das ist nicht schlecht. Um es mal vorsichtig zu formulieren, das ist wirklich nicht schlecht. Arbeit mal ein bisschen daran, hier durchzukommen. I am not some simple jester. I am Nihilus Aran. Aran. Ja, schön, dass du es bist. Ist wunderbar, dass du es bist. Sind, glaube ich, kein Schwein. Holen wir uns eine bessere Waffe jetzt schon? Nee, eigentlich noch nicht. Jetzt haben wir sie nochmal gezogen. Wir spielen sie jetzt mal aus. Da kann wenigstens halbwegs Leute sehen. Nicht schlagen, falls. Nee, nicht wirklich. Secrets. Immer diese Secrets. Oh, plus 3 Spellpower. Nimm dies. Ja, und das. Wahrscheinlich das. Oh, Flip. Nein! Oh, dann hätte ich andersrum angreifen müssen, weil die Kreatur schon, wenn die angreift, kriegt den... Warte mal, was war der Effekt jetzt gerade nochmal gewesen? When enemy... Ah, zu allen anderen. Ich hätte wirklich mit ihr angreifen müssen, dann wäre nichts passiert. Aber ich brauche das momentan alles eh noch nicht wirklich. Deswegen machen wir einfach so weiter wie bisher. Ach komm, wir spielen nicht weiter rum. Komm. Come to me. Beziehungsweise, wenn er drauf geht, come to me. Ja. The master is mighty, but I have powers of my own. Shut up, Junge, würde ich mal sagen. Oh, noch besser. Noch besser. Backstep mit 6. Bam. Warum war das schon? Nee. Das sieht ja sehr entspannt noch aus. Aber Maya, Schuck mit gegen Maya kämpft ist eigentlich. Oh nee! Ist eigentlich eine gute Sache, wollte ich sagen.
Ach, die kriege ich erst. Ich dachte, die kriege ich sofort equipped. Schade eigentlich. Und ich werde eingefroren. Das ist ziemlich doof. Aber jetzt warte, wir gucken mal, was er anderes auf der Hand hat hier. So wie den hier. Genau. Hm. Ja, mach das ruhig, ne? Mach das ruhig. Wahrscheinlich war das jetzt der letzte von dir. Okay. Dann Paladin-Karte. Wir kriegen eine Paladin-Karte dafür auf die Hand. Her damit. Wir spielen jetzt gleich mit allen Karten, die es gibt. Ich sollte jetzt nicht angreifen mit ihr, glaube ich. Weil nicht, dass dieser komische Effekt... Warte mal, war das für Kret? Jetzt kann ich auch nicht mehr sehen, was es war. Warte mal kurz. Wir kriegen Crab gleich auf die... Oh! So gesehen wäre es egal gewesen. Aber okay, lass uns mal eine blöde Paladin-Karte ausspielen. Reporter von Tüti! Friss mal Schaden. Und... Wir hauen einfach mal zu, gucken, was passiert. Es ist eine Rüstung. Ha. Huh. Manchmal muss man ja Gewissheit haben, was unser einem so entgegenkommt hier. Du machst nix, das ist wenig. Dann, wie wär's mit noch mehr Spellpower? Und wie wär's mit noch mehr Typen, wenn sie sterben, dass was Tolles passiert? Und wir zergen an deiner Rüstung rum. Ich muss mich jetzt abhalten, davon diesen Knopf zu drücken, sonst ist die Waffe direkt weg. Oh, 9 Schaden auf mich. Au. Wirklich? Oh. Ah, hat kein Drachen auf der Hand. Oder war das Drachen? Nee, Secrets. Gut, dass ich es ausgelöst habe. Hauen wir nochmal so einen raus. Läuft. 8 Schaden. Stopp. Nee. Wollen wir hier nicht, in Anführungsstrichen, nicht verschwenden an sowas. Wollen wir uns noch mehr Karten auf die... Ja, komm her damit. Gib uns noch mehr von deinen Karten. Na ja, komm, jetzt mach dich weg. Die wollen mir davon erst. Jetzt ist er gleich hinüber. Hoffentlich kriege ich noch einen Angriffsspruch oder so. Das würde ich jetzt toll finden. Oh, mit 11 Schaden. Oh nein, Drache. Oh, fuck. Hast du da nichts getan? Also, was denn des Wortes? Mage. Spend all mana to deal damage to minion. Shit, hab ich nicht. Ah, flip. Nee, ich habe leider keinen Spell. Oh, wait mal. Wenn jemand eingefroren wäre, würde ich 7 Schaden machen. Ich habe keine Möglichkeit, jemanden einzufrieren. Hau mal einfach so tot. Wenigstens muss ich jetzt mich nicht darum kümmern, wer hier angreift. Oder nicht, oder doch. Lol. Was soll ich noch? Nee, bin ich. Er greift eh nicht an. Lass mir den Eisbären auf der Hand. Vielleicht kriegt er jetzt noch was Fieses hier und. Oh. Du bist trotzdem jetzt tot. Oder? Moment. Ja, ich gehe mal zurück da damit noch und sag dann vielleicht auch noch nicht. Waffe? Fan of Knives? Here we go. Der schaut ja ganz schön dafür, dass er Magier ist. Und schon tot ist eigentlich. Oh, die Ethereal Peddler. Wait, what? die Kosten werden reduziert von meiner Hand von 2 Mana für jede Karte, die nicht von meiner Klasse ist. Nein, nicht von meiner ist, sondern tatsächlich von einer anderen Klasse ist. Das heißt, ich müsste sehr... So, was ich gerade getan habe. Karten klauen gehen und dann würden die Sachen billiger. Gut. Okay. Weiß jetzt nicht, ob ich ein Deck damit bauen will unbedingt, aber schön, dass ich es habe. Druide. Und er kämpft gegen Nether Spite. Jetzt kommt er. Den Kampf. Wiederholungskampf sozusagen vor letzter Woche. Also, glaube ich. Oder? Vorletzte vielleicht. Malfurion versus Nether Spite. So, und jetzt kommen wir nämlich mit den Portalen, glaube ich, um die Ecke. Cost, reduce cost. Veneo summon a beast. Das wird also billiger, wenn ich das Beast halt beschwöre. Ah. Du bist aber zu teuer. Wir sind beide zu teuer. Falls ich was Tolles kriege, kann ich es buffen. Mach mal so rum. Oh, wait. Moment. Doch, Portale müssten es aber sein, die jetzt die ganze Zeit rausrotzt, oder? Oder? Da sind sie. Ich wollte nämlich sagen, irgendwas stimmt doch hier nicht.
Hier fehlt was. Those beams empower the dragon. Use minions to block them. Ja, ich habe das schon mitbekommen. Aber er kann jetzt gleich erst anfangen, mich zu schlagen. Das heißt, ich sollte jetzt was ausspielen. Nein. Wie wär's mit nein? Kannst du nur einen Schaden kriegen? Passt schon. So many worlds, so much to learn. Ja. Komm, erzähl nicht. Jetzt haut er mir zweimal ins Gesicht. Warum kriege ich noch was anderes außer Buffkarten hier? Sonst habe ich gleich wirklich ein Riesenproblem. Du bist zwar interessant, aber nicht wichtig. Nochmal. Viel Schaden fresse ich jetzt. Stop touching the portals. The flux modulations are precisely tuned. Aber ich kriege auch wirklich nur Mist auf die Hand, oder? Battle Cry, when a friendly beast, give a man. Ich habe keinen Mist draußen. Jetzt sind wir schon auf 20 runter. Ich müsste aber eigentlich was anderes kriegen. Du bist was anderes. Das reicht mir persönlich schon. My experiments. Leave them alone. Jetzt können wir ein bisschen die Zeit, wo ihr austickt, reduzieren. Es sei denn, er zaubert jetzt wild um sich. Was er auch machen könnte. Haut mich! Das ist besser. Oder nicht? Oh, jetzt. Oh, und wickig. Warte mal, er hat doch schon Windfuel. Wie oft kraft er denn jetzt an? Völlig egal. Wenn er nur eine Sekunde lang zuschlägt. Du bist kein Biest. Aber weißt du, du kriegst trotzdem jetzt alles, was ich haben kann. Warte mal. Oder. Oh, wir gehen mit Attack. Fuck yeah. Moin, 3. Wie oft darfst du jetzt angreifen? 1. 2. Ah, ich kriege nur einen Schaden bei ihm rein. Windfury stackt nicht. Wieder was gelernt. Shit. Ah, Mist. Mist. Der wird jetzt gleich gekillt wahrscheinlich. Ja. Ah, shit. Mist. Dreck. Shit. Ich habe mich gerade so gefreut und dann natürlich völlig vergessen, dass die andere Seite ja noch da ist. Und dann kriegt er so wenig Schaden. Ah. Gut, der ist getarnt. Wenigstens hat er jetzt. Jetzt kriegt er nochmal einen Schaden. Wenigstens. Das haben wir schon mal gut. Und gleich spielen wir ihn auf der anderen Seite aus. Wahrscheinlich. Er haut mich ja trotzdem jetzt aber zweimal. Hoffentlich bufft er sich jetzt nicht. Ja, ich würde sagen, wir benutzen diesen neuen Button mal und machen sofort das Spiel noch, weil ich bin ja eh gerade gestorben. Verschwenden hier keine Zeit. Okay, diesmal. Scheiß Buffkarten. Wobei, du könntest am Anfang gar nicht so schlecht sein. Du eigentlich auch nicht. Wir lassen die Kombo gerade mal so stehen. Wir lassen die wirklich mal so stehen, weil sie ist halbwegs ausspielbar. Im Gegensatz zu dem Mist, was ich eben hatte. Okay. So, ich muss also ein bisschen warten. Ah, ich muss gar nicht mehr warten. Empower the dragon. Use minions to block them. Nee, komm, wir blocken. Wir blocken hier sah richtig gut durch. Weil er kann jetzt nur einmal angreifen gleich. Nur nicht mal in der ersten Runde, aber gleich. Oh yeah, jetzt geht's ab, Freunde. Oh, warte, ich muss es aussuchen, ja. Stealth. Du stehst einfach nur rum, machst nichts. Und ihm hau ich den jetzt schon mal ins Gesicht. So wird's gemacht. So many worlds, so much to learn. Ja, dann hau ruhig mal zu. Mal gucken, wie du hauen willst. Wahrscheinlich nicht den Typen. Ne, du soll nicht. Gut. Jetzt sind wir im richtigen Niveau hier. Kriegen wir noch ein paar Attack Power dazu? Nein, können wir nicht. Ich buff unseren Vogel hier mal ein bisschen. Und mach sonst gar nichts. Außer angreifen. Ach, guck mal hier, das ist doch viel einfacher. Ich könnte jetzt auch einen mit angreifen lassen, aber... Will ich nicht. Ich will jetzt nicht. Weil jetzt kann er nicht drauf zaubern. Ist besser für mich. Ja, tick ruhig aus. Dann mach Schaden. Aber es reicht nicht, um den zu töten. Du greifst auch gar nicht an. Feigling. Du bist eine feige Sau oder so ähnlich. So, packen wir dich mal aus. Nächste Runde. Ach komm, wir hauen sofort drauf.
Gib mir deinen Buff, Junge. So wird's gemacht. 3. Reicht nicht für diese Runde. Dann bleiben wir noch so stehen. Wir bleiben noch so stehen. Wahrscheinlich nämlich ist er gleich tot. Oh. Das war jetzt ein interessanter Move. Aber der Bullshit ist vorbei. Yay! Und du machst mir noch. Er war so vertieft in seiner Arbeit, dass er nicht mitgekriegt hat und ihn erschlagen hat. Meine Fresse. Und wir kriegen ein Moonglade Portal. Restore 6 Lebenspunkte. Das haben wir dann 6. Oh. Das ist wirklich nicht verkehrt. 6 Mana, 6 Lebenspunkte heilen und eine zufällige 6er Kreatur ausspielen. Also für 6 Mana? Ja, doch. Läuft. Und wie ihr seht, haben wir alles geschafft. Und wir sind auch unter der Stunde geblieben. So, ohne Punkt und Komma hier durchgerockt. Jetzt haben wir wenigstens die ganzen Karten von sozusagen der Solo-Adventure-Geschichte hier mal zusammen. Und da muss ich mir jetzt überlegen, ob ich dann nicht mal gescheite Decks baue. Aber wie gesagt, erstmal nächste Woche kommt jetzt hier erstmal wieder Blood Bowl 2 mit dem Necromancer-Team. Falls, wie gesagt, nichts anderes dazwischen kommt. Das war's von mir im K3. Danke fürs Vorbeischneiden und langem Zuhören. Da, ja, bis die Tage und ciao.